So, heute mal wieder nur einen Wasserwechsel gemacht. Pflanzen geschnitten, soweit wie es geht. Eine habe ich mal aus einem kleinen Becken hier reingesetzt, eine Kryptokorin. Die ist hier hinten in der Ecke. Recht klein. Weil die sind in dem kleinen Becken überhaupt nicht gewachsen, bis jetzt, finde ich. Oder wenn nur minimal. Kann mich da gar nicht mehr daran erinnern, ob die viel kleiner waren. Jedenfalls ist da mal die Idee dahinter, der Plan, wenn die so klein bleiben, dann wären die nämlich ideal für dieses Becken hier. Weil hier in der ersten Stufe hätte ich gerne alles nur kleine Pflanzen. Selbst die hier sind alle viel zu groß für mich, finde ich. Weil die muss man ja andauernd schneiden wieder. Und irgendwie finde ich, je mehr man schneidet, umso schäbiger sehen sie nachher aus. Irgendwie. Ist zwar alles dichter geworden. Ich habe die auch jetzt nicht mehr eingepflanzt. Alles, was ich jetzt abgeschnitten habe. Außer die, die ich jetzt noch ins kleine Becken reingetan habe. Habe ich jetzt im Netz drin. Die schmeiße ich gleich weg. Ja, dafür müsste man jetzt noch ein Becken haben und noch ein Becken, wo man dann auch Pflanzen züchtet. Dann wieder was anderes. So, ja. Aber worauf wir hinaus wollen. Der Wasserwechsel ist ja gemacht. Wie ist der Leitwert? Ja, ich bin mal gespannt. So, hier oben habe ich schon mal wieder ein bisschen Schnecken gesammelt für meinen Mann aus Hilden. Da sind die abgeschnittenen Pflanzen. Ja, so sieht es von oben aus. Aber da hat sich ja nichts getan. So, aber hier ist mein Leitwertmessgerät. Dann wollen wir mal gucken. Gucken, wie halte ich die am besten, dass wir auch was sehen. Und hier habe ich ja immer Probleme mit. So. Ich glaube, so ist ganz gut. 337 bei 23 Grad. Ja, 330. Aber auf 250 oder so sind wir immer noch nicht. Aber der Wert ist ja schon mal prima. Also ich freue mich über immer niedrige Werte. Also das geht sehr schleppend. Ja. Ich würde sagen, ich gucke gleich noch mal. Also ein paar Minuten später, ich denke mal, weiter gehen wir gar nicht mehr runter. 24,4 Grad und 324 Mikrosiemens. Ich lasse das jetzt einfach mal so und gehe mal auf Hold. So. Ja. 324 bei 24,4 Grad. Ja, hier trage ich eigentlich immer den Leitwert ein von beiden Becken. Also nur den Leitwert, weil ich ihn ja öfter messe. Und vom großen Becken habe ich jetzt schon mal den Leitwert eingetragen. Das messen wir eben noch vom kleinen. Und ja. So, jetzt sind wir am kleinen Becken. Da hinten die Pflanze. Ja, habe ich vorhin abgeschnitten. Aus dem großen Becken. Da war die Kryptokorine. Da habe ich ja hier von eine. Da hinten ist noch eine. Die sieht man aber jetzt nur von der Seite. Ja, und die dritte habe ich quasi rausgenommen. Da war eigentlich eine Pflanze gewesen, wo ich drei rausgemacht habe. Ja. So, hier denen geht es auch alle gut. Ja, man sieht hier jede Menge Turmdeckelschnecken gerade. Überall. Ja, also hier mit dem Becken bin ich echt zufrieden, kann man gar nicht anders sagen. Ob von den Garnelen, ja, die Wasserwerte sowieso, die stimmten ja von vornherein.
Ja, wie gesagt, Pflanzen bin ich mal gespannt. Jetzt ist ja CO2-Anlage. Was ist das denn? Wer hat denn hier die Heizung reingemacht? Ich glaube, ich spinne. Naja. Ja, ansonsten, wie gesagt, Pflanzenwuchs. Die Lange habe ich auch schon ein paar Mal geschnitten. Die ist ja hier vom großen Aquarium. Die sind vom großen Aquarium, die auch. So, und jetzt hier die, habe ich gedacht, tust mal was Großblättriges noch hier rein. Ja, schaden kann es ja nicht. So kann man immer mal ein bisschen mischen. Wenn es zu groß wird, dann müssen wir sie halt wieder raus tun. Ja, so, dann machen wir hier auch noch eben den Leitwert messen. Ich wundere mich schon, warum jetzt die letzten 2, 3 Tage die Temperatur hier höher gegangen ist im kleinen Becken. Da hier jemand die Heizung reingesteckt hat, wundert mich jetzt alles. So. So, 263. Gehen wir mal auf Hold. Jo. Schön bewuchst alles. Dann machen wir morgen auch noch einen Wasserwechsel. Bei 25,9. Hammer. 25,9. 258. Mikrosiemens. So. Da haben wir es dann für den heutigen Tag auch. Ja. Können wir abspeichern. Ja, und dann habe ich noch mal hier für kompletten Wasserwechsel. Aber den mache ich dann morgen erst, wenn im kleinen Becken auch Wasser gewechselt ist. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen und ja, komme dann wahrscheinlich morgen mit dem Update vom kleinen Becken wieder. Tschüss.